in dieser Nacht aus der Strafvollzugsanstalt Dortmund ausgebrochen. Karl-Heinz Grabowski ist gewalttätig. Kurz vor seiner Flucht hat er einen Mithäftling brutal misshandelt. Grabowski wurde im Juli 1995 wegen mehrerer schwerer Raubüberfälle, unter anderem in der Dortmunder Indigo Bank, zu 5 Jahren Haft verurteilt. Der Polizei fehlt bis jetzt noch jede Spur. Wir schalten nun live zu Kriminalhauptkommissar Kurt Schröder vom Polizeipräsidium Dortmund, dem Leiter der Fahndung. Herr Schröder, wie ist der derzeitige Stand der Ermittlungen? Ja, unmittelbar nach Ausbruch von Karl-Heinz Grabowski aus der JVA hier in Dortmund haben wir selbstverständlich eine intensive Fahndung sofort eingeleitet. Zurzeit können wir also nicht sicher sagen, wo sich Grabowski aufhält. Der Wagen ist cool, ne? Schlüssel! Gib den Schlüssel her! Kalle, ist der Wagen nicht cool? Ja, cool, cool! Steig ein! Los! Kannst du dir die Sache nicht nochmal überlegen? Vielleicht hat er gar nicht gewusst, dass... Scheiß Laune! Die ganze Nacht nicht gepennt! Wo war denn der Kackladen nochmal? Sieht alles gleich aus hier! Hier, du bist gerade dran vorbeigefahren. Hätte mal zu Fuß gehen können. Ja. Frankie? Nicht hier ins Studio. Du darfst doch keinen ins Studio kommen. Da wartet Kalle. Bist du da dran? Frankie? Hallo? Los, komm schon, Mann! So, das war's. Wo ist die Kohle? Sparkasse.